Es ist ein Balanceakt auf dem Radweg entlang der Venloer Straße. Tägliches Leid aller Fahrradfahrer, in diesem Fall von drei Fahrradaktivisten, die wir heute begleiten. Sie biegen ab auf den Ehrenfeldgürtel. Da geht es auf dem schmalen Radweg am Rande der Straße weiter. Man sieht, finde ich, an dieser Stelle sehr, sehr schön und sehr deutlich, wie ungerecht der Straßenraum aufgeteilt ist. Es gibt jede Menge Autospuren und wahnsinnig wenig Platz für Fußgänger oder Radler. Es könnte, es soll so vieles anders werden. Zum Beispiel hier, die Immermannstraße in Lindenthal. Dieses Geruckel soll ein Radschnellweg werden, der von Frechen bis in die Kölner Innenstadt führt. Dann aber bitte neu geteert. Geplant wird das schon seit Jahren. Wenn wir wirklich erreichen wollen, dass weniger Berufspendler mit dem Auto fahren, sondern aufs Fahrrad umsteigen, dann brauchen die ja irgendeine Alternative. Ich finde, die Rechnung ist ganz einfach. Also habe ich keine Alternative, benutze ich weiter das Auto. Habe ich irgendwann so einen tollen Radschnellweg, auf dem es Spaß macht zu fahren, benutze ich den auch. Also man könnte sagen, ohne Radschnellwege keine Reduktion des Pendlerverkehrs. Die triste Gegenwart heißt losfahren, sofort wieder absteigen und dann laufen, laufen, laufen. Erst nach 200 Metern geht es dann wieder auf einen gut befahrbaren Fuß- und Radweg. Stückwerk. So stückweise wie die Arbeiten an einem durchgehend für Fahrräder gut zu benutzenden Innenstadtring. Am Anfang der Woche haben die Arbeiten dafür am Salierring begonnen. Es gibt noch ein Stückchen am Hansering, eines am Habsburger Ring. Aber irgendwann mal durchgehend, das ist noch nicht geplant, so eine richtige Fahrradstraße. Sowas gibt's in Neu-Ehrenfeld. Aber dass hier Fahrräder Vorfahrt haben, hat sich noch nicht rumgesprochen. Alle üben noch miteinander gut auszukommen. Fast alle Straßen sind ja so ähnlich in diesen Wohnquartieren. Also viel, viel mehr Straßen könnten Fahrradstraßen sein. Und was ich auch bemerkenswert finde, obwohl das eine Fahrradstraße ist, wenn wir uns hier die Flächenaufteilung anschauen, ist das eigentlich das alte Modell. Rechts und links wird geparkt. In der Mitte ist ein bisschen Platz, den sich Autos mit Fahrrädern teilen. Es muss sich manches bei der Stadt in Sachen Fahrräder wohl erst noch rumsprechen. Aktuelles Beispiel, mitten auf dem Fahrradweg am Rheinufer stellte die Stadt ein Ladezonenschild auf, versetzte es dann und prompt wurden hier auch Besucher ausgeladen, mitten auf dem Fahrradweg. Mittlerweile wurde die Ladezone versetzt. Radfahrer stehen aber offensichtlich wohl nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der städtischen Planer. Fahrradinfrastruktur gibt es viel zu wenig. Und die Ansätze, die da sind, sollten ganz schnell ausgebaut werden. Denn es geht ja, wie in der Severinstraße, keine Stolperkanten, alles ebenerdig. Fußgänger, Autos, Radfahrer eng, durcheinander, aber eben auch miteinander.